Dank für die freundliche Einführung. Ich bin sehr gerne hier und Sie sehen, dass ich der Initiative, die Sie hier gestartet haben, bereits großen Erfolg beschieden habe, nämlich die Gründung eines gänzlich neuen Faches, das heißt Ökonomik. Ja, also die Revolution nimmt von Hamburg aus ihren Ausgang. Okay, nun, das Erste, was ich sagen wollte, ist natürlich danke. Theoriegeschichte ganz kurz. Ich glaube, wenn Sie Fortschritt in irgendeiner Disziplin haben wollen, dann brauchen Sie Alternativen, um wählen zu können. Und um wählen zu können, brauchen Sie Varietät. Sie müssen verschiedenen Ansätzen ausgesetzt werden, die möglicherweise das gleiche Phänomen zu erklären trachten. Und dann möge sich in der Diskussion, in der Auseinandersetzung verschiedener Ideen zeigen, was das Bessere ist. Wenn man Theoriegeschichte überhaupt heutzutage noch vertreten will in unserem Fach, jenseits natürlich des bloßen Interesses, über die Irrtümer der Alten informiert zu werden, dann legitimiert sich das, denke ich, im Wesentlichen nur damit, dass man sagt, der Markt für ökonomische Ideen funktioniert nicht wie ein perfekter Selektionsmechanismus. Wenn der Markt für ökonomische Ideen wie ein perfekter Selektionsmechanismus funktionieren würde, dann wäre alles, was gut und richtig ist, wohl aufgehoben in den letzten Veröffentlichungen und alles, was falsch und Blödsinn ist, längst eskamotiert, längst beiseite gelegt. Wenn Sie nicht dieser Auffassung sind, dass der Markt für ökonomische Ideen ein perfekt funktionierender Selektionsmechanismus ist, dann gibt es eine gewisse Begründung für Theoriegeschichte, weil die Theoriegeschichte nichts anderes ist als ein großer Schatz von Ideen. Etliche davon haben es gemacht in die Moderne. Andere sind liegen geblieben, sind nicht weiterentwickelt worden. Nicht notwendigerweise, weil sie falsch sind, sondern weil sie in eine Welt hineingeboren worden sind, die ihnen nicht zu Pass war. Das ist ähnlich wie manchen Erfindungen, wie bei manchen Erfindungen, die gemacht werden, die dann in Patentämtern zu Patenten führen, aber keiner will sie zunächst, weil sie nicht gebraucht werden können, nützlich, profitabel. Irgendwann aber kommt es so weit, dass sie genutzt werden können. Und ich glaube, wenn dieses kleine Beispiel einen Sinn macht, dann dürfte für die Theoriegeschichte etwas Ähnliches gelten. Nun, Sie sind hier in Hamburg in der glücklichen Lage, dass Sie noch eine Professur für Theoriegeschichte haben. Den Ausdruck mag ich lieber als Dogmengeschichte. Das klingt irgendwie so sehr rigoros, bisschen steif vielleicht auch. Und natürlich, Herr Professor Rieter ist einer der ganz großen Theoriegeschichtler im deutschsprachigen Raum und Frau Allgöber ist auf seinem Lehrstuhl und ich bin sehr zufrieden, dass es das hier noch hat. Nun, Sie haben von mir genannt bekommen dieses Hegel-Zitat, wonach das Studium der Philosophie eigentlich ein Studium der Geschichte der Philosophie ist. Und ganz ähnlich verhält es sich natürlich, behaupte ich, auch in der Ökonomik, in der Wirtschaftswissenschaft. Und das gilt auch heute noch, das wissen manche Leute nur nicht. Der Umstand ist der, dass eigentlich die Geschichte allerdings nur die letzten 10, 15 Jahre umfasst. Aber man soll sich darüber im Klaren sein, dass was immer hier und heute gesagt wird, morgen bereits veraltet ist. Also wenn man den Fluss der Zeit sieht, dann ist das mit der Theoriegeschichte ganz offensichtlich. Sie wird ständig praktiziert. Ständig kommt Neues hinzu natürlich und wird Altes überwunden, mitunter aus guten Gründen, mitunter aus schlechten. Nun, was ich nicht machen will heute, ist Sie traktieren. Was ist das? Ich will Sie nicht traktieren mit abstrakten Ausführungen über die Theoriegeschichte, ihre Berechtigung, ihre wichtigsten Vertreter und dergleichen, sondern was ich machen will, ist, ich will Ihnen an einem Beispiel zeigen, dass es Sinn macht, sich mit den Großen des Faches zu beschäftigen. Und den Großen, den ich ausgewählt habe für diesen Zweck, ist kein anderer als Adam Smith. Einer der wichtigsten Autoren, nicht nur für die Ökonomen, sondern auch für die Philosophen, jedenfalls was Ethik und Moralphilosophie anlangt, auch für die Rechtshistoriker, für die Soziologen.
Und ein Papier, das ich Ihnen vorstellen will, trägt den Titel Adam Smith and Markets Competition and Violations of Natural Liberty. Das ist das Thema, über das ich heute sprechen will. Sie werden dann feststellen, dass ich en passant auch eingehe auf zum Teil moderne Theorien und wie sie uns hat fehlleiten können, da oder dort. Das ist ein Aufsatz in Englisch. Die Folien werden in Englisch sein. Ich hoffe, dass Sie das nicht allzu sehr abschreckt. Das ist ein Artikel, der erscheint demnächst im Cambridge Journal of Economics. Und es ist ein Versuch, Ihnen die Gesamtschau Adam Smiths der modernen Gesellschaft nahezubringen, ihrer Möglichkeiten wie ihrer Gefährdungen. Das muss irgendwo einen Fleck hier geben, der dann dieses... die Stühle sind es, das bin gar nicht ich. Ich habe immer gedacht, ich löse das aus. Ja, okay, gut, dann sind Sie schuld. Ich habe überhaupt nichts damit zu tun, das ist Ihr Problem. Ja, also Adam Smith, und ich will Ihnen zeigen den etwas anderen Adam Smith. Man bekommt ihn ja häufig geliefert als einen Autor, der gesagt hat, nur das Selbstinteresse, wenn das gewissermaßen sich verbreitet, dann wird alles gut. Die sozialen Effekte desselben sind großartig und Sie werden dann sehen, das ist nicht ganz so. Also, Adam Smith als ein Exemplarfall. Nach einer kurzen Einführung, in der ich mich bereits befinde, werde ich sprechen über das, was die Smithsche, könnte man sagen, philosophische Anthropologie ist. Was ist der Mensch, was kann er, was will er? Also seine natürlichen Eigenschaften und Anlagen und insbesondere seine Neigung zu tauschen mit anderen. Das sind Spekulationen, die ich Ihnen kurz darbieten werde. Denn Smith wie auch David Hume waren der Auffassung, man müsste zunächst ein sehr gutes Bild vom Gegenstand der Untersuchung haben, dem Menschen, dem handelnden Akteur, was sind sozusagen seine Motive, was sind seine Begrenzungen und ähnliches mehr. Von David Hume gibt es den berühmten Satz, der Mensch sei nichts anderes als ein Haufen von Widersprüchen. A heap of contradictions heißt es bei ihm. Das ist etwas ganz anderes, die Sichtweise, wie Sie sehen, wie der intertemporal über einen unendlich langen Zeithorizont maximierende Akteur. Bei dem ist alles klar. Ja? A heap of contradictions, eine Ansammlung von Widersprüchen. Wenn ich mich selbst befrage, zu welcher Kategorie gehöre ich, dann kann ich nur sagen, zurückblickend auf mein Leben, ich bin ein heap of contradictions. Mitunter herrscht Klarheit, aber häufig eben auch nicht. Also, ich gehe dann ein auf Marktpreise, natürliche Preise, das Problem der Gravitation, im Grunde die Stabilitätsfrage der Märkte, dann Improvements, das sind Innovationen, technische, organisatorische Neuerungen, die gewissermaßen das System vorwärts treiben, die auch dazu führen, dass die Realeinkommen der Bevölkerung steigen. Dann werde ich eingehen auf asymmetrische Information. Die Leute haben nicht die gleichen Kenntnisse und Informationen über die Dinge. Damit ist verbunden das Problem sozusagen der moralischen Fairness oder des moralischen Risikos. Wer weniger weiß, kann von denen, die mehr wissen, über den Tisch gezogen werden. Und das führt auch gegebenenfalls zu adverser Selektion. Es werden die falschen Leute für gewisse Dinge gewählt. Sie zeichnen sich aus in spezifischer Weise, aber möglicherweise können sie das, wofür sie eigentlich gewählt worden sind, gar nicht so gut. Ich gehe dann ein auf die Neigung, Monopole zu bilden, weil Monopole natürlich wunderbar sind, denn wer ein Monopol hat, der hat keine Konkurrenz zu fürchten, der macht übernormale Gewinne. Und dann ein paar abschließende Bemerkungen. Ich gestatte mir, das ist ganz untunlich natürlich, Ihnen ein paar literarische Hinweise zu geben. Könnten Sie das umlaufen lassen, bitte? Damit diejenigen unter Ihnen, die vielleicht was nachlesen wollen, und ich habe jetzt nur mich zitiert, nicht weil ich glaube, dass nur ich zitierenswert wäre, nein, aber einige der Dinge sind leicht verfügbar, beispielsweise diese Geschichte des ökonomischen Denkens im Beck Verlag, kommt jetzt auch in Japanisch und in Englisch bei, wo kommt es raus? Columbia University Press raus. Dann gibt es zwei Bände von Richard Sturm und mir über Smith speziell. Einer im FAZ-Verlag und der andere bei UTV. Also wenn Sie das ein oder andere in Deutsch nachlesen wollen, Sie können es gerne tun auf diese Art und Weise. So,
Das ist jetzt ein Bild, das zeigt Ihnen die Menschheitsgeschichte, wenn Sie so wollen, in einer einzigen Grafik. Nützt's was? Sie meinen das was? Okay. Gut. Die Menschheitsgeschichte in einer einzigen Grafik. Schauen Sie, hier ist die Zeitachse. Es beginnt 9000 vor Christus. Und es geht bis in die Moderne, kann man sagen, nach 2000. Auf der anderen Achse haben Sie die Weltbevölkerung, die Größe der Weltbevölkerung. Was Sie hier beobachten können, ist, dass über Jahrtausende hinweg gewissermaßen bezüglich der Bevölkerungsgröße der Welt fast nichts passiert ist. Eine Übertreibung, aber annähernd richtig. Fast nichts. Sie ist relativ konstant geblieben. Relativ gleichmäßig waren auch über die Welt verteilt ja die Realeinkommen, wenn man das so grob sagen kann. Natürlich, wenn Sie in der Sahara leben oder in irgendeiner Sahelzone, ist das Realeinkommen etwas anderes, als wenn Sie in sehr kalten Regionen leben. Aber wenn man es misst, beispielsweise über Kalorienverbrauch und Ähnliches mehr, dann war die Welt relativ gleichförmig. Keine großen Unterschiede. Gab schon Unterschiede, aber keine großen. Ja? Und das geht so weiter, dann kommt es zu gewissen Entdeckungen. Mathematik, die Schrift, ganz wichtig für ökonomische Aktivitäten. Ja? Aber der eigentliche interessante Punkt ist hier Discovery of the New World, die Entdeckung der neuen Welten. Das hat große Effekte gehabt, in mehrfacher Hinsicht. Für das entdeckte Land, aber auch für die Entdecker. Und hat zu Innovationen geführt, verschiedener Art. Kartoffel. Sie alle meinen vielleicht, die Kartoffel sei ein genuin deutsches Produkt. Ist nicht so. Und auch der Tabak ist es nicht. Und vielleicht noch wichtiger, die zweite agrikulturelle Revolution, also Düngerei und dergleichen, und die industrielle Revolution. Und dann beginnt das System, die Welt sozusagen zu expandieren. Die Bevölkerung schnellt in die Höhe und seither haben sie eine Entwicklung technologischer Art, die nur angedeutet ist, in Bezug auf einige fundamentale Erfindungen, deren Ende nicht absehbar ist. Ebenso wie das Ende der Weltbevölkerung aktuell nicht vollständig absehbar ist. Es gibt natürlich Prognosen und dergleichen mehr. Aber das interessante Phänomen ist, die politische Ökonomie, die Wirtschaftswissenschaft, wird ernsthaft geboren, gewissermaßen in diesem Knick. Es gab wirtschaftswissenschaftliche Überlegungen schon davor bei den Griechen, bei den Alten, natürlich auch in anderen Kulturkreisen. Aber der Versuch im Grunde, die Welt der Ökonomik samt und sonders zu durchdringen und alle verschiedenen Phänomene, die in ihr eine Rolle spielen, gesamtheitlich zu erfassen, fällt eigentlich in diese Zeit. Und Sie können auch sagen, das Mischewerk ist 1776, es ist ein Werk, das sofort sich beschäftigt, natürlich mit dem, was zu beobachten war. Ein System, von dem man sagen könnte, dessen einzige Konstanz ist die permanente Veränderung. Das ist paradox, aber so ist es. Die einzige Konstante ist die permanente Veränderung. Ein System, das expandiert, das wächst, das sich entwickelt, wo das Sozialprodukt steigt, wo technologischer, struktureller Wandel eine große Rolle spielen. Also man kann sagen, die Ökonomen, die hier begonnen haben, eigentlich das Fach zu etablieren, ernsthaft, schließlich auch in arbeitsteiliger Form gegenüber anderen Fächern. Smith war Moralphilosoph, aber das Fach wuchs dort heraus. Das fällt in diese Zeit. Und seither im Grunde genommen beschäftigen wir uns in der Tat mit Fragen, die von Smith und anderen in dieser Zeit aufgeworfen worden sind. Was sind das für Fragen? Es sind im Wesentlichen drei. Erstens, was sind die Gesetze der Produktion? Und kann ich die Produktion steigern, die Produktion pro Kopf? Und damit letztlich den Reichtum einer Nation. Der Reichtum einer Nation war in der Tat im Wesentlichen beschrieben über die Mengen an Gütern, die man netto während eines Jahres erzeugen konnte. Was sind die Gesetze der Produktion? Sind sie beeinflussbar? Und wenn ja, wie?
Welche Rolle spielen die Naturwissenschaften? Francis Bacon, der ja das Programm vertreten hat im 17. Jahrhundert, die Physik, die Chemie, andere Naturwissenschaften in den Dienst gewissermaßen der Menschheit und ihres Wohlergehens zu stellen. Was sind die Gesetze der Produktion? Das zweite ist die Frage, die entscheidende Frage, vor allem für die klassischen politischen Ökonomen, Smith, David Ricardo, Marx später auch, John Stuart Mill noch vorher. Was sind die Gesetze, nach denen das erzeugte Produkt verteilt wird? Wer kriegt was? Es ist eine Gesellschaft, die charakterisiert ist durch verschiedene große Gruppen, mehr oder weniger große Gruppen. Die ganz große Gruppe der im Allgemeinen besitzlosen Arbeitskräfte. Wie hoch werden die Löhne sein? Werden sie ausreichen, um ein gedeihliches Leben zu ermöglichen? Eine zweite Gruppe natürlich die Landbesitzer. Wie hoch werden die Grundrenten sein? Was bestimmt die Grundrenten? Und drittens schließlich die aufstrebende Klasse der Kapitaleigner, seien es nun Handelskapitalisten oder Manufakturbetreibende oder Geldkapitalisten. Was wird die Profitrate sein? Das ist der Terminus technicus. Die Kapitalverzinsung, der Zinssatz auf Geld. Also die zweite Frage, die Einkommensverteilung. Wie verteilt sich das erzeugte Einkommen, dessen stofflicher Gegenwert gewissermaßen die netto produzierten Güter sind, wie verteilt sich das auf die verschiedenen Klassen der Gesellschaft? Und die dritte Frage natürlich ist, was tun die mit dem Einkommen? Konsumieren sie es? Verbrauchen sie es mit ihnen? Oder sparen und investieren sie es? Und wenn sie sparen und investieren, dann hat das sicher Implikationen für die Größe des Sozialprodukts im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und so weiter. Also wächst das System? Was sind Politiken, die das Wachstum des Systems fördern? Was sind Politiken, die es hemmen? Welche Rolle spielt der technische Fortschritt und so weiter? Sie sehen, das sind alles Fragen, die uns bis auf den heutigen Tag begleiten, die damals angesprochen worden sind und auch bereits in der ersten Runde Smith eine interessante Beantwortung gefunden haben. Nun gibt es eine Aussage, mit der muss ich schnell aufräumen, die auch in Wahlkämpfen in den USA eine große Rolle spielt. Die Tea Party vertritt diese Auffassung und sie wird hier ausgedrückt von Schotter, einem Ökonom, die lautet: Adam Smith habe gesagt, nothing, also nichts als Eigensucht sei notwendig, um gesellschaftlich vorteilhafte Ergebnisse zu erzielen. Lass die Leute nur ihre Eigensucht ausleben, sozusagen ihr Interesse an möglichst hohem Nutzen für sie selber ohne Interesse an dem der anderen. Das ist die dem Adam Smith zugeschriebene Aussage. Nun, tatsächlich hat Smith sich gegen diese Aussage schwerst verwehrt. Es ist eine, die ist zurückzuführen auf Bernard Mandeville in The Fable of the Bees oder private Tugenden, Untugenden, private Untugenden und public, also öffentliche Vorteile. Der hat geschrieben, the worst of all the multitude did something for the common good. Der schlimmste Gangster noch, wenn Sie so wollen, hat letztlich vorteilhaft gewirkt für die Gesellschaft insgesamt. Also die Übersetzung privater Untugend in öffentliche Vorteile. To enjoy the best convenience, be famed in war, yet live in ease without great vices, is a vain utopia seated in the brain. Also wer glaubt, es ginge ohne das, der irre sich völlig. Nun, Smith nennt diese Mandeville'sche Behauptung in almost every respect erroneous, in fast jeder Hinsicht falsch. Also er ist nicht der Auffassung, nur Eigensucht, nur Selfishness führe zu einer guten Gesellschaft. Und es kommt daher nicht von ungefähr, dass er sein Hauptwerk, The Wealth of Nations, über den Wohlstand von Nationen, nennt The Science of the Legislator, die Wissenschaft des Gesetzgebers. Das ist ganz kurios. Warum? Weil er darin entwickelt,
ein Rahmenprogramm institutioneller und regulativer Art, das die Aufgabe hat, eigensüchtiges Verhalten so zu lenken, dass es gemeinschaftlich von Vorteil ist. Das ist gewissermaßen die Aufgabe. Ja? Also nicht jedes eigensüchtige Verhalten ist automatisch gesellschaftlich von Vorteil, sondern Smith meint, da gibt es eine Kontroll- und Steuerfunktion und die politische Ökonomie habe die Aufgabe, neben anderen Wissenschaften, das, was da zu tun wäre, im Detail zu diskutieren und zu begründen. Und er ist der Auffassung natürlich, dass die moderne Gesellschaft, die im Wesentlichen immer stärker auf Märkten, auf interdependenten Märkten basiert, dass die das leisten soll in gewissem Umfang innerhalb eines regulativen Rahmens. Aber kann man überhaupt Märkten diese Aufgabe zutrauen? Kann man darauf hoffen, dass Märkte gewissermaßen diese Aufgabe effizient erledigen und auch stabil sind? Weil wenn sie diesen Nachweis nicht erbringen, so what? Wird dort Anarchie und Chaos ausbrechen? Smith schreibt unter anderem gegen einen berühmten Philosophen Hobbes, der behauptet hat, wenn nicht der Leviathan, sozusagen der mit Allmacht ausgerüstete Staat, die Einzelinteressen schwerst unter Kuratel hält, dann gibt es einen Krieg aller gegen alle. Dann bringen sich die Menschen wechselseitig um. Das wäre sozusagen das andere Programm. Die Einzelinteressen sind ganz furchtbar. Sie erzeugen im Grunde Chaos und Anarchie. Das andere Mondeville, sozusagen die Gegenposition in gewisser Weise. Smith nimmt ganz offensichtlich weder die eine noch die andere ein, eine intermediäre, die wichtig ist, im Einzelnen sich anzuschauen. So, wie begründet er jetzt seine Argumentation zugunsten von Märkten? Er tut dies, indem er eingeht auf den Menschen, so wie er ihn sieht, wie er ihn ausmacht, in seinen Eigenschaften. Und er sagt, Providence, Vorsehung, hat den Menschen ausgestattet mit einer Neigung zu handeln, zu tauschen, eine Sache gegen die andere. Und er verortet diese Neigung in der Fähigkeit des Menschen zu kommunizieren, Sprache und Vernunft. Also man kommuniziert und im Kommunizieren ist man bereits dabei auszutauschen, Gedanken, Vorstellungen. Und das findet dann seine Fortsetzung gewissermaßen in das Ökonomische im weiteren Sinn. Das ist eine seiner Hypothesen. Der Mensch ist gewissermaßen auf Kommunikation hin angelegt, er ist angelegt auf Handel, auf Tausch und auf Exchange. Und das Zweite, was er sagt, ist, der Mensch ist eigentlich ständig darauf angewiesen, dass andere ihm helfen. Kleinkinder, da ist es ganz offensichtlich, die würden nicht überleben, wenn ihnen nicht geholfen werden würde. Und für ältere Personen gilt das ab einem gewissen Stadium ähnlich. Man ist angewiesen auf andere, damit man existieren kann. Und man kann nicht erwarten, dass einem geholfen wird, nur durch das Wohlwollen der anderen. Ja? Die einem gut gesonnen sind und bereit sind zu helfen, sondern, er schreibt, man wird vermutlich dann erfolgreich sein diesbezüglich, wenn man mit anderen in Verträge eintritt, wo man denen gibt, was sie benötigen und im Austausch dafür erhält das, was man selbst benötigt. Also der Markt gewissermaßen, auf dem Güter getauscht werden, als das Medium, mittels dessen die Existenz des Menschen gesichert werden kann. Und wenn man das tut, muss man an das Selbstinteresse der anderen appellieren. Ich kann nicht sagen, tu das, weil ich ein armseliger Tropf bin. Jedenfalls nicht für größere Teile der Bevölkerung, für Einzelne vielleicht ja. Sondern man muss es so gestalten, dass in der Tat das herauskommt, was die Ökonomen später nannten Double Coincidence of Wants. Eine doppelte Übereinkunft ihrer Wünsche. Ich gebe dir, was du willst und du gibst mir, was ich will. Also Tausch, Handel, marktgängige
Tätigkeit. Also, wir erwarten uns unser Abendessen, eines der berühmtesten Zitate von Adam Smith, nicht vom Wohlwollen des Butcher, das ist der Metzger oder wie nennt man ihn hier, der Schlachter oder was auch immer, des Brauers oder des Bäckers, sondern wir erwarten es von deren Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Sie geben uns diese Dinge, weil sie selbst interessiert sind. We address ourselves not to their humanity, but to their self-love. Nicht ihre humanitäre Neigung spielt eine Rolle, sondern ihre Eigenliebe. Darauf kann ich zählen. And we never talk to them of our own necessities, but of their advantages. Ja? Also das ist sozusagen die Konstruktion, die Smith'sche, die in Richtung Märkte führt und sehr, sehr stark zu deren Gunsten spricht. Und er geht weiter und sagt, diese ursprüngliche Neigung zum Tausch, zur Kommunikation, die sei auch die letzte Quelle dessen, was er nennt, Arbeitsteilung. Die Teilung der Arbeit immer tiefer gegliedert, zunächst innerhalb von Firmen, wo einige Leute nur diese Tätigkeit verrichten, andere jene, Dritte, eine Dritte und so weiter. Schließlich Arbeitsteilung zwischen Firmen, Arbeitsteilung zwischen Regionen, schließlich Arbeitsteilung über die Welt hinweg. Ein Netz von Arbeitsteilung macht sich breit, das aus diesem Motiv gespeist ist, und das ist für Smith im Wesentlichen der Schlüssel für steigendes Einkommen, Realeinkommen, weil die Arbeitsteilung die Produktivität der Arbeitskraft erhöht. Spezialisierungsgewinne, ein großes Moment, wenn Sie gewisse Tätigkeiten verrichten und nicht mehr alle, dann gewinnen Sie dadurch. Sie sind auch imstande, innerhalb von Firmen, wenn Sie arbeitsteilig operieren, dass Sie gewisse Instrumente, Kapitalgüter besser auslasten, während wenn Sie es allein alles machen würden, eine Sache immer brachläge, während Sie die andere nutzen. Aber am allerwichtigsten vielleicht, die Arbeitsteilung führt dazu, dass man den Arbeitsprozess zergliedert in kleine Teile und diese Zergliederung des Arbeitsprozesses darüber den Kopf zerbrechen lässt, ob nicht gegebenenfalls Maschinen anstelle von Menschen die Aufgabe übernehmen könnten. Das heißt, was bei Smith sich hier ankündigt, ist die Mechanisierung und Maschinisierung der Produktion, wie wir sie seit der industriellen Revolution erlebt haben. Er ist relativ optimistisch, was die Beschäftigungseffekte anlangt, was später ein großes Thema wurde. Er meinte, durch die Mechanisierung und Maschinisierung steigen die Gewinne von Unternehmungen sehr, sehr stark, die werden sie investieren und durch die Investition wird die Nachfrage nach Arbeitskräften zunehmen und die Freisetzungseffekte, die mit arbeitssparender Technologie verbunden sind, werden sich nicht stark bemerkbar machen. Das ist später stark bestritten worden und wird auch heutzutage wieder stärker bestritten aufgrund der spezifischen Form des technischen Fortschritts. Also, wir haben im Welt zwei große Axiome. Oh Gott, ich bin ja noch ganz am Anfang. Wie lange haben Sie mir Zeit gegeben? Wo? Was? Eine Stunde. Er hat zuvor gesagt, mehr. Ich nehme mehr. Ich muss mich sputen. Okay. Zwei wichtige Axiome des Wealth of Nations. Erstens, der Markt ist die natürliche Form der Organisation ökonomischer Affären, denn er reflektiert die natürlichen Anlagen des Menschen. Zweitens, das Wohlergehen des Menschen hängt davon ab, dass er diese Neigungen ausüben kann, die Neigung zu handeln, zu tauschen. Und das setzt voraus, dass die Märkte funktionieren. Funktionierende Märkte führen zu einer immer tieferen Arbeitsteilung. Die tiefere Arbeitsteilung führt zu immer höheren Realeinkommen über die höhere Arbeitsproduktivität. Das heißt, Sie haben im Grunde die Sicht eines ökonomischen Systems, das für immer mehr Leute immer mehr an Gütern zur Verfügung stellt. Nun, wichtig für Smith ist, dass das Ganze abläuft unter Bedingungen freien Wettbewerbs. Das ist für ihn eine ganz, ganz essentielle Geschichte. Freier Wettbewerb bedeutet, dass es keine nennenswerten Eintrittsbarrieren in Märkte gibt
oder Austrittsbarrieren aus Märkten. Eine Eintrittsbarriere in einen Markt beispielsweise wäre gegeben, wenn irgendeine Firma ein Monopol hat, ein gewisses Gut alleinig produzieren zu dürfen, sonst niemand. Ein Regalo, wie die Italiener sagen. Ein Geschenk des Fürsten. Ja? Oder wenn Sie beispielsweise in einem Zunftsystem nicht aus einer Branche herauskommen, Sie sind der Sohn eines Bäckers und müssen auch Bäcker werden, dann hätten Sie keine Mobilität von Arbeitskräften oder von Kapital oder auch von Grund und Boden zwischen den verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten. Also freier Wettbewerb bedeutet Abwesenheit von Eintritts- und Austrittsschranken in Bezug auf die verschiedensten Märkte. Und es ist die Voraussetzung, wie Smith schreibt, für ein System der natürlichen Freiheit, welche ihrerseits dazu führt, dass es komme zu Equality, Liberty and Justice. Nun, Equality heißt nicht, dass die Menschen materiell gleich sind, sondern nur gleiche Rechte haben, gegebenenfalls auch gleiche Pflichten. Es ist keine materielle Gleichheit, die hier gemeint ist, sondern nur die Zugriffsmöglichkeiten auf Aktivitäten. Und wenn Sie so ein System von Wettbewerb haben, das ist das Nächste, dann haben Sie dort zwei Kräfte, die in Gang gesetzt werden. Ich nenne sie einmal zentrifugal und zentripetal. Zwei Kräfte. Die zentripetalen Kräfte schaffen Ordnung im System. Damit ist gemeint die Konkurrenz der Akteure, die dazu führt, dass letztlich sie genötigt werden, um zu überleben in einem Markt, als Firma beispielsweise, als Unternehmerin oder Unternehmer, dass sie ihre Kosten im Griff halten müssen, dass sie kostenminimierend agieren müssen. Konkurrenz zwingt den Leuten ein kostenminimierendes Verhalten auf. Aber wenn das System sozusagen auf diese Art und Weise gesteuert und kontrolliert wird, dann bekommen sie Ordnung im System. Denn dann bilden sich in ganz spezifischer Weise Preise heraus, auf die ich noch zu sprechen komme. Das ist die eine Seite. Also die Konkurrenz führt dazu, dass das System charakterisiert ist durch große Gravitationskräfte hin zu einem Zustand, der Ordnung und Struktur aufweist. Aber die Konkurrenz hat eine zweite Wirkung. Das kann man nennen die zentrifugalen Kräfte. Wer Angst hat vor seinen Konkurrentinnen und Konkurrenten, weil sie ihm gegebenenfalls den Gar ausmachen, weil sie besser sind, der ist notorisch geneigt, selbst zu schauen, ob er nicht neue Produktionsverfahren entwickeln kann, neue Organisationsformen entwickeln kann, neue Produkte auf den Markt wirft, um der Konkurrenz sozusagen ein Schnippchen zu schlagen. Aber wenn es gelingt, wenn so ein Pionierunternehmen mit etwas Neuem aufwartet, dann sehen Sie sofort, dann wird das System gewissermaßen aus alten Bahnen geworfen und in neue hineingezwungen. Beide Seiten sind zu beachten. Bei Smith werden beide beachtet. Die Konkurrenz ist auch eine Produktivitätspeitsche, wenn Sie so wollen. Sie veranlasst die Akteure, sich anzustrengen, um zu überleben in ihrer jeweiligen gesellschaftlichen Rolle in einem Markt. Also, Sie finden hier ein Zitat von Adam Smith. Bei Marx finden Sie das später im Zusammenhang mit seiner Aussage, der Coercive Law of Competition, das Zwangsgesetz des Wettbewerbs. Sozusagen, es verlangt Anpassungsleistungen der Akteure und schafft auf diese Weise Ordnung und Kohärenz. Nun, das führt sofort zur Begriffsunterscheidung bei Smith zwischen Markt und natürlichen Preisen. Marktpreise sind Preise, die reflektieren alle Einflussgrößen, die in einem jeweiligen Moment auf den Preis einer Ware, einer Sache sich auswirken. Alles Mögliche. Systematische Gründe, permanent wirksame Faktoren, aber auch akzidentelle, zufällige. Schlechtes Wetter. Ja? Es hat irgendwie der Blitz eingeschlagen in ein Getreidekontor, das ganze Getreide ist verbrannt und deswegen ist der Getreidepreis in einer gewissen Gegend sehr, sehr hoch. Ja? Von denen sieht Smith ab. Er meint, über die könne man nicht vernünftig theoretisieren, über die könnte man
könnte man keine allgemeingültigen Aussagen treffen. Er konzentriert sich auf die natürlichen Preise und sieht eben über die Konkurrenz die Marktpreise hingravitieren zu den natürlichen Preisen. Also natürliche Preise, könnte man sagen, wenn man dynamische Wirtschaftstheorie treibt, sind Attraktoren. Die ziehen im Grunde die Marktpreise an, ja, wegen des Konkurrenzverhaltens der Akteure. Auf sie konzentriert er sich. Natürliche Preise spiegeln nur persistente und systematische Kräfte wider, Marktpreise alles andere. Die natürlichen Preise, so Smith, sind im Wesentlichen von zwei Einflussdeterminanten bestimmt. Das erste ist das aktuelle System der Produktion. Wie werden die verschiedenen Güter erzeugt? Wie gehen sie in die Produktion jeweils anderer Güter ein? Denn sie haben ein System, das ist sehr, sehr stark vernetzt. Ja? Derjenige, der Mehl erzeugt, liefert das Mehl dann an den Bäcker, der Bäcker liefert es weiter an ein Restaurant und so weiter und so fort. Also sie haben starke Vernetzungen. Das aktuelle System der Produktion, wie werden die verschiedenen Güter erzeugt? Das zweite ist die Reallöhne. Wie hoch sind die Reallöhne? Sie nehmen Einfluss auf die relativen Preise. Man kann das formalisieren, damit will ich Sie nicht lang traktieren. Man kann das sehr schön formalisieren. Das basiert im Wesentlichen auf Arbeiten eines italienischen Ökonomen namens Piero Sraffa. Da haben Sie hier auf der linken Seite einen Preisvektor, N, meinetwegen Güter, ja, ein Vektor von Preisen P1, P2, Pn und so weiter, ist gleich, wenn Konkurrenz herrscht, dann kommt es zur Herausbildung einer einheitlichen Verzinsung des Kapitaleinsatzes, einer einheitlichen Profitrate. Weil wenn Sie irgendwo eine höhere Profitrate beobachten würden, so das Mischer Argument, dann würde Kapital dorthin fließen, das würde die Profitrate senken, zugleich würde es die Profitrate in jedem Sektor, aus dem das Kapital rauswandert, erhöhen. Ist klar? Sie haben so ein System der Tendenz zum Ausgleich der Profitabilität über die verschiedenen Industrien hinweg. Und wenn Sie so ein System sich anschauen, dann wäre es beispielsweise dieses. A ist die Matrix. Wenn wir N Güter haben, N mal N, da sind alle Produktionsmittel drin, die Sie benötigen zur Erzeugung einer Einheit des jeweiligen Produktes. Aber auch die Unterhaltsmittel für die Arbeitskräfte, die Reallöhne. Die sind am Beginn eines Jahres oder eines Monats wie immer vorzuschießen. Dann kommt so ein System heraus. Sie können das analysieren, ist ganz wunderbar. Ich will nicht näher darauf eingehen, weil ich vermute, wer ist mit sowas vertraut? Hier? Sagen Sie es ganz offen. Eins, zwei. Okay, also, alles okay, gell? Damit Sie glauben. Das ist jetzt eine Glaubensfrage, verstehen Sie? In der Ökonomie ist vieles eine Glaubensfrage. Ja? Also, Sie glauben es, gut. Jetzt Gravitation. Das ist jetzt ein Problem. Darauf will ich kurz eingehen, weil ich ja so viel Zeit nicht habe. Also, da gibt es eine große Theorie dazu, viele Aufsätze und dergleichen. Schauen Sie, jetzt haben es diese Märkte, die sind miteinander verknüpft. Da passiert irgendwas. Kann man sicher sein, dass diese Märkte irgendwie stabil sind? Oder dass die nicht auseinanderfliegen? Ja? Sozusagen für Märkte zu sein, ist ja wunderbar. Aber worauf lassen Sie sich ein? Dem Smith war das klar, für Märkte zu sein, setzt voraus, zumindest ansatzweise den Nachweis, dass sie stabil sind. Wenn die instabil sind, verstehen Sie, dann fliegen die Fetzen. Also wenn die Leute heutzutage sagen, ja der Markt, ja der Markt, ja natürlich der Markt, aber wie? Wie geht das? Verstehen Sie? Das sind zum Teil ganz, ganz schwierige Fragen, die da involviert sind. Also nehmen Sie mal an, Sie haben jetzt ein privat dezentrales System, wie man sagen kann. Die Aktivitäten der verschiedenen Produzentinnen und Produzenten sind nicht koordiniert, ex ante, bevor was passiert, sondern die müssen sich irgendwelche Hoffnungen, Erwartungen machen. Dann erzeugen sie was, dann bringen sie es auf den Markt, dann kriegen sie einen Preis. Ja, und was dann? Ist die Normalverzinsung drin oder ist es unterhalb, ist es oberhalb? Klar? Die Idee bei Smith ist die, dass wenn Sie auf einem Markt eine größere Menge
angeboten bekommen als die Effectual Demand, auf die komme ich noch zu sprechen, dann wird der Marktpreis im Allgemeinen unter dem natürlichen Preis stehen. Ist klar? Wenn die Menge überschießt, wird der Marktpreis unter dem natürlichen Preis sein, der eine Normalverzinsung des Kapitaleinsatzes involviert. Während wenn Sie einen Markt haben, der unter der Effectual Demand eine Menge aufweist, dann werden Sie einen Marktpreis haben, der drüber ist. Das aber bedeutet, dass die Profitabilitäten unterschiedlich sein werden. Ja? In dem Fall, wo Sie ein Überschussangebot gewissermaßen haben, relativ zur effektiven Nachfrage, wird der Preis niedrig sein, die Profitabilität niedrig sein. Im anderen Fall wird der Preis hoch sein, der Marktpreis, die Profitabilität hoch. Was wird passieren, Smith zufolge? Na ja, klar, die Akteure kriegen das mehr oder weniger gut mit. Also werden sie aus jenem Markt ihr Kapital, Arbeitskräfte und dergleichen abziehen, wo die Profitabilität niedriger ist, unternormal, in jenen Markt hineingehen, wo sie höher ist. Das ist sozusagen seine seine Gravitationsvorstellung. Also Differenzen zwischen tatsächlichem Angebot auf einem Markt und der effektiven Nachfrage führen zu Preisänderungen. Aber Preisänderungen ihrerseits haben den Effekt, dass sie die Mengen verändern. Das heißt, sie haben das, was man nennt, cross-duale Dynamik. Ich will Sie damit nicht traktieren, ich will Ihnen nur ein Bild gleich zeigen. Ja, dieses. Ich will es nur anhand des Bildes machen. Sie können das alles runterladen, das Papier ist verfügbar. Ja? Sie haben hier die Menge an einem Gut, J, dort haben Sie den Preis. Unterstellen wir mal, dass sozusagen der natürliche Preis der Sache, jener, der eine Normalverzinsung des Kapitaleinsatzes garantiert, wie sie überall im System der Fall sein würde, dass der gleich wäre PJ Stern, diese Geschichte hier. Und das gewissermaßen wäre die effektive Nachfrage. Dann hätten Sie sozusagen ein Gleichgewicht, wenn Sie es so nennen wollen, das würde durch den Punkt F charakterisiert werden. Ja? Wenn nun auf diesem Markt allerdings eine größere Menge von den produzierenden Unternehmungen angeliefert wird, beispielsweise SJ0, Supply, S für Supply, dann wäre der Marktpreis niedriger als der natürliche Preis. Ist klar? Natürlich, ganz simpel. So, das heißt, der erste Schritt der Analyse ist richtig. Ein Überschussangebot führt zu einem niedrigen Preis. Marktpreis, Abweichung des Marktpreises vom natürlichen Preis. Was machen die jetzt? Die würden sehen, das ist keine gute Situation, weil in dem anderen Sektor kann man höhere Profitabilität machen. Sie würden das Angebot einschränken. Sie würden beispielsweise hierher gehen, aber nun kann es sein, dass die spezielle Formulierung ihrer Preisdynamik dazu führt, dass dieser Schritt richtig ist. Die Menge wird eingeschränkt, aber zugleich geht der Preis weiter hinunter. In diesem Fall hätten Sie keine Gravitation. Das heißt, das System wäre sozusagen charakterisiert durch eine Instabilität. Es ist unklar, was da rauskommt und das Ganze wird dramatisiert in dem Fall, wo Sie mehrere Güter haben. Das heißt, die Frage der Stabilität von Märkten, des Gravitationsprozesses ist eine schwierige. Das ist nicht so einfach, wie sich es manche Leute vorstellen. Und die Resultate, die wir auf diesem Terrain haben, ich kann nicht in die Details gehen, angesichts der fortgeschrittenen Zeit, sind nicht ganz pessimistisch, aber sie sind auch nicht ganz optimistisch. Also zu glauben, dass Märkte automatisch sozusagen sofort stabil sind und hinführen zu einem konkurrenzwirtschaftlichen Gleichgewicht mit uniformer Profitabilität, das ist ein guter Wunsch, wissenschaftlich nicht voll erhärtet. Ich gehe nicht ein auf diese Geschichten. Wir kommen zum nächsten. Ich habe zuvor gesagt, die zentripetalen Kräfte. Eben habe ich über die zentripetalen Kräfte gesprochen. Generiert das System bei Abweichungen vom Gleichgewicht Kräfte der, die zurückführen in dasselbe? Jetzt diskutiere ich kurz mit Ihnen Improvements. Das ist der Smithsche Terminus für das, was wir heute Innovation nennen würden. Neue technische Verfahren.
neue Güter und Ähnliches mehr. Nun, was Sie sofort feststellen werden, ist, der Adam Smith hat im Grunde genommen die Sicht gehabt, dass Neuigkeiten nicht beschränkt sind auf eine Branche, auf einen Sektor der Ökonomie, sondern allgegenwärtig. The establishment of any new manufacture. Das ist das verarbeitende Gewerbe, die Industrie. Of any new branch of commerce. Das ist der Handel, die Dienstleistungen. Or of any new practice in agriculture. Das wäre sozusagen technischer Fortschritt in der Landwirtschaft. Und dann sagt er weiter, is always a speculation. Es ist eine Spekulation. Der Durchführende, der Unternehmer, verspricht sich sehr hohe Gewinne, extraordinary profits, also nicht nur die Normalprofite, von denen wir zuvor gesprochen haben, sondern weit überhöhte Profite. These profits sometimes are very great and sometimes more frequently perhaps they are quite otherwise. Also es ist eine Spekulation und man kann sich mordsmäßig, sie kann einen mordsmäßig aufs Kreuz legen. If the project succeeds, jetzt geht's weiter, wenn das Projekt sich durchsetzt, wenn es erfolgreich ist, they are commonly at first very high, dann macht der Pionierunternehmer sehr hohe Gewinne. Aber, und jetzt kommen wieder die Zentripetalkräfte ins Spiel, when the trade or practice becomes thoroughly established, weil die anderen imitieren, nachahmen, es übernehmen. Ein ganz wichtiger Aspekt sozusagen der Entwicklung unserer Ökonomie besteht in der Nachahmung, in der Imitation. Nicht nur die Chinesen kupfern ab. Das tun die Japaner vor ihnen und das tun die Deutschen vor den Japanern, das tun die, also das ist ein Lernen von den anderen, verstehen Sie, nennen wir es nicht so gemein, ja? Lernen von den anderen, okay? Wir lernen von den anderen. In Vorlesungen lernt man und imitiert dann gegebenenfalls das, was einem vorgetragen worden ist. Also, when the trade or practice becomes thoroughly established and well known, the competition reduces them to the level of other trades. Also, alles, was dann neu eingepasst wird in das Alte, wird am Schluss in Bezug auf die erzielten Gewinne der Tendenz nach nivelliert. Ja? Das ist, glaube ich, eine wichtige Einsicht. Und was der Smith auch sagt, beispielsweise, ist, dass Neuigkeiten im Grunde genommen in nichts anderem bestehen, so führt er das aus, als in der Rekonfiguration von bekannten Wissenspartikeln und ihrer neuen Kombination. Neues Wissen entsteht durch Rekonfiguration bekannter Wissenspartikel und ihrer neuen Kombination. Da wissen sie ein bisschen was, dort wissen sie ein bisschen was und jetzt kommt es auf die Klugheit, die Genialität von Wissenschaftlern an, diese sehr unterschiedlichen Wissenspartikel irgendwie zusammenzuführen und zu was Neuem zu machen. Die Metapher der Kombinatorik findet sich bei ihm. Und was sich auch bei ihm findet, ist das Verständnis, dass als Teil der immer größeren Arbeitsteilung sich ein Zweig herausbildet von Leuten, wie es hier heißt, er nennt sie Philosophers or Men of Speculation, das sind Wissenschaftler, whose trade it is not to do anything, but to observe everything. Die beobachten alles und dann machen sie sich einen Reim drauf und fügen die Dinge zusammen. Und er sagt des Weiteren, ich finde hochgradig faszinierend, 1776, the quantity of science, die Menge an Wissenschaft, die in einer Gesellschaft verfügbar ist, bestimmt die Produktivität und den Wohlstand der Nation. Die Menge an Wissenschaft, Quantity of Science, lange vor dem Begriff der Wissensgesellschaft, ja, lange, über 200 Jahre vermute ich fast. Okay, gut, aber das ist jetzt ganz wichtig, das ist sozusagen das Zentralthema der schottischen Aufklärung. Smith ist einer dieser schottischen Aufklärer. Mit zweckgerichtetem menschlichen Handeln sind immer Effekte verbunden, die derjenige, der dieses Handeln praktiziert, nie und nimmer hat vorhersehen können. Sie sind jenseits seiner Auffassungsgabe. Das sind die nicht beabsichtigten Konsequenzen menschlichen Tuns.
Und das macht auch die Schwierigkeit der Sozialwissenschaften aus. Wenn einzelne Menschen agieren, sozusagen im Interesse der Verwirklichung irgendeines Ziels, meinetwegen Gewinnmaximierung oder was auch immer, sich ein schönes Haus bauen, sie erzeugen, wenn sie Glück haben, dieses, wenn sie Unglück haben, nicht einmal dieses, aber sie erzeugen im Allgemeinen noch andere Effekte, die sie nie im Kopf hatten. CO2-Emissionen seit langen Jahrhunderten waren nicht intendierte Konsequenzen in Bezug auf das, was sie anrichten. Aber sie sind geschehen. Das war nicht ein willentlicher und wissentlicher Akt sozusagen der Zerstörung, sondern das waren nicht intendierte Konsequenzen von Produktions- und Konsumptionsprozessen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, das zu sehen. Weil, verstehen Sie, wenn Sie eine Situation hätten, wo Sie nur die Leute fragen müssten, was habt ihr denn vor, was wollt ihr denn tun? Umfragetechniken, ja? Dann sagen die, ich will das, der andere sagt, ich will das. Wenn sich das alles realisieren würden, da bräuchten sie keine Analyse, keine Theorie, gar nichts. Da genügen Umfragen, aber Umfragen sind, wie Sie alle wissen, häufig nicht sehr treffsicher. Also die nicht intendierten Konsequenzen zweckgerichteten menschlicher Handels sind von außerordentlicher Bedeutung. Und das ist jetzt ein Argument, was den Smith einnimmt in gewisser Weise für ein Lob auf das wohlverstandene und sozusagen gesellschaftlich gebändigte Eigeninteresse. Wenn man das aus rein moralphilosophischen Gesichtspunkten anschaut, dann würde man sagen, nein, der Mensch soll nicht gierig sein, der soll nicht dies und jenes tun. Denken Sie an das kanonische Zinsverbot, denken Sie an die katholische Lehre zur Zeit der Scholastik. Und der Smith sagt, nur moralphilosophisch werde ich den Dingen nicht gerecht. Warum? Weil es eben diese nicht intendierten Konsequenzen gibt. Wenn die nicht intendierten Konsequenzen eigensüchtigen Verhaltens insgesamt gesehen gesellschaftlich nützliche Effekte zeitigen sollten, dann ist ihre Verdammung aus rein moralphilosophischen Gründen nicht überzeugend. Wenn ich es zwar nicht vorhabe, aber faktisch durch mein Tun anderen helfe, ohne es zu wissen, ohne es zu wollen, ohne es je beabsichtigt zu haben, dann muss ich einen anderen Blick auf die Dinge werfen, als nur rein moralphilosophisch. Also kommt es darauf an, ich glaube, das ist die Quintessenz aus allem, solche Regularien, solche Institutionen gesellschaftlich einzuziehen, die in der Tat die Transformation des Eigeninteresses in gesamtgesellschaftlich nützliche Effekte erzwingt. Das ist der Punkt. Ja? Gut, nun, Smith ist natürlich sich im Klaren darüber, dass das nicht so leicht ist. Das ist leichter gesagt als getan. Ich komme ganz kurz zu dem Phänomen der asymmetrischen Information, Moral Hazard and Adverse Selection. Und das ist interessant, weil Smith uns Dinge zu sagen hat, die uns die aktuelle Finanzkrise, die ja immer noch anhält und vermutlich noch längere Zeit anhalten wird, zu erklären imstande ist. Man kann sagen, die größte möglicherweise Innovation, Neuerung im System der Finanz- und Geldmärkte ist die Einführung des Papiergeldes. In großer Weise zu Beginn des 18. Jahrhunderts in Frankreich, in teilweiser Berücksichtigung von Plänen von John Law, ein Mathematiker, Spieler und dergleichen, der also in Frankreich es geschafft hat, den Regenten zu überzeugen, Papiergeld einzuführen und auch mit dem Argument, die Deckung kein Problem, denn du kannst es ja decken mit Grund und Boden Frankreichs. Und das ist so viel, was der König dort besitzt, das kriegst du schon hin. Also die Frage der Deckung, überhaupt kein Problem. Und es kam dann in der Tat zu einer riesigen Blase, weil zugleich die Franzosen damals Eigentümer von Louisiana waren. Das war eigentlich fast ganz Amerika heute, bis auf Alaska, glaube ich, vielleicht noch ein paar andere Provinzen. Also riesige Ländereien besaßen sie und es wurde eine Handelskompanie mit einem Monopol ausgestattet von der
von der französischen Krone aus, die sozusagen dieses Louisiana nutzen konnte, ausbeuten konnte, wenn sie so wollen. Und es wurden, damit man die Geldmittel auftreibt, um das Ganze in Gang zu bringen, es wurden Wertpapiere ausgegeben. Man konnte Teilhaber dieser Kompanie werden. Und das haben viele Leute getan in der Erwartung, dass es riesige Gewinne geben würde. Man hat die Vorstellung gehabt, dieses Louisiana, das muss so reich sein, da sind die Straßen mit Gold gepflastert und die Häuser haben goldene Dächer und so weiter und so fort. Es gab den sogenannten Mississippi Bubble, ganz ähnlich wie heute, in jüngerer Zeit. Riesige Erwartungen in Bezug auf die Profitabilität eines solchen Wertpapiers. Der Kurs ist in die Höhe gestiegen und irgendwann natürlich ist jemand rübergefahren, hat sich angeschaut und gesagt, na, da gibt es ja im Süden nur Krokodile und was weiß ich, die Everglades und sonst was, also schaut nicht so gut aus. Also eine der Bubbles, die man historisch im Grunde genommen beobachten konnte seit langer Zeit. Der Umstand, dass wir dieses historische Wissen gewissermaßen im Curriculum der VWL nicht präsent haben, denke ich, ist ein Drama. Und auch die Smithsche Lehre dazu. Also, kurzum, was hat uns Smith zu sagen in Bezug auf das Papiergeld? Er sagt, ja, das ist eigentlich prima, die Einführung des Papiergeldes. Und er vergleicht es mit Improvements in Mechanics, also technischem Fortschritt in der Industrie, wenn Sie so wollen. Warum? Weil es einem erlaubt, eine Sache, die sehr leicht zu erzeugen ist, nämlich Papier und zu stempeln, an die Stelle einer Sache zu setzen, die sehr schwer zu erzeugen ist, sehr kostenträchtig. Edelmetalle, Gold, Silber. Also das hilft. Aber zugleich sagt er, wenn man dieses Papiergeld einführt, dann läuft man große Gefahr, denn es kommt darauf an, auf eine vernünftige Einführung des Papiergeldes. Denn wenn man das nicht tut, dann kommt der Daedalus ins Spiel. Sie kennen Ikarus, Daedalus, der Sohn, die sich dort diese Flügel gemacht haben. Dann sind sie der Sonne zu nahe gekommen, jedenfalls der Daedalus, und ist abgestürzt. Also wenn Sie dieses Instrument des Papiergeldes nicht sorgfältig, prudent heißt es bei Smith, nutzen, dann rauscht es ihnen weg, dann können sie möglicherweise ein ganzes Land an den Rand des Ruins bringen. Das war damals der Fall in Bezug auf Frankreich, ähnlich wie in jüngerer Zeit. Also was nötig ist, ist a prudent and judicious operation of banking. Heute, wenn Sie von makroprudential Verhalten, Sie lesen, können das alles bei Smith nachlesen. Nun, was ist das Problem? Der Smith sagt, es kann sein, dass Mean People, das sind keine so ganz vertrauenswürdigen Figuren, Banker werden. Er sagt nicht, dass alle Banker Mean People sind, damit das klar ist. Ja? Das sagt er nicht. Nein, verstehen Sie, das sagt er nicht. Aber es kann sein, dass sie solche Leute haben. Und natürlich, was er auch erkennt, ist, dass es etwas gibt, das ist ein Zusammenhang zwischen Profitabilität einerseits und Risiko andererseits. Je höher die erwartete Profitabilität, desto höher auch im Allgemeinen das Risiko. Und das haben die Leute in der jüngsten Finanzkrise weithin überhaupt nicht gesehen, haben sich ja so Hoffnungen und Erwartungen gemacht, die waren völlig jenseits aller einigermaßen vernünftigen Vorstellungen. Nun, wenn Sie in so einen Boom hineingehen, also Kredit vergeben, dann kommt es zu dem, was Smith nennt, dass die Banker eigentlich sehr wenig wissen über ihre Schuldner. Sie wissen nicht, wie vertrauenswürdig sind die Schuldner. Ja? Und diese Schuldner natürlich, die wollen das Geld haben, also werden sie bereit sein, besonders hohe Zinsen zu zahlen, damit sie das Geld kriegen. Verstehen Sie? Die haben riesige, möglicherweise komplett übertriebene Profitabilitätserwartungen, sind bereit, sehr hohe Konditionen auf sich zu nehmen und sie kriegen das Geld. Aber das sind diejenigen, die Smith nennt Chimerical Projectors, the drawers and redrawers of circulating bills of exchange, who would employ the money in extravagant undertaking. Ja, genau, sie kriegen sozusagen das Geld in die falschen Hände. Und sie tun es, weil die besonders hohe Zinsen bereit sind zu zahlen für das Geld. Das heißt, sie bekommen adverse Selektion. Die falschen Leute kriegen das Geld und das kann gegebenenfalls für eine ganze Nation Platz greifen.
die nüchternen und sparsamen Schuldner oder Kreditnehmer, who might have less of the grand and the marvelous. Ja? Treten nicht so üppig auf. But more of the solid and the profitable would, after careful calculation, also die zahlen nur einen geringeren Zins, die anderen einen hohen und so weiter. Also was sie haben ist, es kann ihnen passieren, dass das ganze System in die Schieflage gerät. Und deswegen ist Smith ein Vertreter der Regulierung des Bankgewerbes. Und jetzt geht es um die Violation of Natural Liberty. Er ist ein absoluter Anhänger natürlich der Freiheit der Akteure. Aber wenn die Freiheit der Akteure dazu führt, dass das gesamte System in die Schieflage gerät und Gefahr läuft, schwere Schäden zu nehmen, dann nicht. Also, but those exertions of the natural liberty of a few individuals, which might endanger the security of the whole society, are and ought to be restrained by the laws of all governments. Also, natürlich, der Staat, Government, hat die Aufgabe, das zu verhindern. Er hat zu verhindern, dass gewissermaßen das gesamte Land in Schwierigkeiten gerät. Darüber werde ich jetzt nicht mehr sprechen. Ich will noch ein paar andere Punkte eingehen, ganz kurz. Habe ich noch 5 Minuten? Oder langweile ich Sie? Schade, hätte ich aufhören können. Okay, gut, ganz kurz, das ist auch wichtig, scheint mir. Der Adam Smith, der hat seine Pappenheimer gekannt. Und was er macht sozusagen eine Analyse, eine gesellschaftliche, wo er die Menschen unterteilt in Gruppen, Klassen haben wir zuvor gesagt, Classes nennen das. Nun, er charakterisiert diese Klassen nach Maßgabe ihrer Rolle im Prozess der Produktion und Verteilung des Einkommens, auch der Verwendung, aber vor allem Produktion und Verteilung. Und, ganz wichtig, nach Maßgabe ihres Informationsstandes und ihrer Fähigkeit, komplexe Dinge zu verstehen. Und was er sagt, ist, die drei Klassen, die drei großen Klassen der Gesellschaft schauen wie folgt aus. Landlords, die Grundeigentümer, sind indolent. Also die gehen sozusagen ihren Privatvergnügungen im Wesentlichen nach, machen große Feste, gehen auf die Jagd und ähnliches mehr, interessieren sich eigentlich nicht so sehr für die gesellschaftlichen Belange. Ich kürze ab, es gibt viel mehr zu sagen. The workers' education and habits are commonly such as to render him unfit to judge, even though he was fully informed. Also die große Gruppe der laboring poor, wie er sie auch nennt, der sich abrackernden Armen, sind von der Information her, über die sie verfügen, und den Fähigkeiten, die Dinge in der Gesellschaft zu verstehen, ganz gewiss im Hintertreffen. Da hat sich, glaube ich, nicht viel geändert, wenn ich das richtig einschätze. Die Merchants and Master Manufacturers are possessed of a superior knowledge of their own interests. Die kennen ihre eigenen Interessen und die sind ständig am Pläne schmieden und deswegen haben sie eine viel bessere, meint er, Fähigkeit zu verstehen, was da passiert. Also sie haben Informationsasymmetrien im System, und zwar großen Typs. Und natürlich Machtasymmetrien, weil diese verschiedenen Gruppen ja auch durch unterschiedliche Vermögen charakterisiert sind. Jetzt will ich Ihnen nur eins ganz kurz geben, Robert Lucas Jr., den kennen einige von Ihnen, denke ich, Nobelpreisträger, rationale Erwartungshypothese und ähnliches mehr. Der schreibt, das finde ich interessant, weil er sich auf die Klassiker bezieht. I think of all progress in economic thinking and the kind of basic core of economic theory as developing entirely as learning how to do what Hume and Smith and Ricardo wanted to do, only better. Also, ganz klar bezogen auf die Klassiker, er will es nur besser machen als die. Löblich. Wird man nicht bestreiten. Sehr löblich. Aber dann kommt er daher mit der Figur des repräsentativen Akteurs, eines repräsentativen Akteurs. Er beschreibt die Gesellschaft in seiner Makrotheorie üblicherweise mittels einer einzigen Figur. Ja?
Und ich glaube, da würden die Klassiker sagen, ja, bist du narrisch. Wenn du eine Gesellschaft hast, in der es in der Tat Informationsasymmetrien hat, Machtasymmetrien und Interessensgegensätze, wie kommst du auf die Idee, dass du gewissermaßen mittels der schwäbischen Hausfrau, das ist nämlich die repräsentative Akteurin von Frau Merkel, wenn ich das richtig verstehe, ich bin Österreicher jetzt, ja. Ich habe zwar auch einen deutschen Pass, aber in dem Fall bin ich Österreicher. Ja, also die repräsentative Akteuse, damit können Sie nicht eine gesamte Ökonomie beschreiben. Unmöglich, ja, geht nicht. Wenn der eine sagt, ich hätte lieber einen höheren Lohn und der andere sagt, aber ich hätte lieber, dass du einen niedrigeren kriegst. Wenn einer sagt, ich hätte lieber einen höheren, verstehen Sie, also das, kurzum, die Lukas'sche Behauptung ist einfach nicht haltbar. Nun, was Smith eben weiter sagt, ist, in dieser Gesellschaft, in der er lebt, besteht das Gefahr, dass Leute getäuscht werden. Wer eigeninteressiert ist und wer sieht, dass die andere Seite Informationsdefizite hat, der wird im Allgemeinen versuchen, wenn er selbst interessiert ist, sie auszunutzen. Gehe nicht näher darauf ein. Und schließlich, zu allerletzt, the wretched spirit of monopoly. Unternehmungen sind im Allgemeinen interessiert daran, Konkurrenz auszuschalten, zu verringern. Beispielsweise, indem sie auch Kartelle bilden oder Ähnliches mehr. Warum? Weil wer ein Monopol bilden kann, der kann höhere Gewinne lukrieren. Deswegen wird ein Teil der Aktivitäten von Unternehmungen, wie Smith weiß, darauf gerichtet sein, nicht besser zu produzieren, günstiger zu produzieren, sondern sozusagen die Konkurrenz, die Wettbewerber auszuschalten. Und er nennt das das Vermaledeite, den vermaledeiten Monopolgeist, the wretched spirit of monopoly. Und was tun die Monopolisten? Und sein schlimmstes Beispiel, das er vor Augen hat, ist die East India Company, die das Monopol hatte in Indien und in anderen englischen Kolonien, ganz ähnlich natürlich die holländische Kompanie, auszubeuten. Was die gemacht haben, die haben in der Tat dort jeweils die Produktion eingeschränkt, haben zum Teil Ernten verbrannt, um auf dem englischen Markt weniger auf den Markt zu werfen und damit den Preis hochzutreiben und umgekehrt, was englische Produkte anlangt, die sie nach Indien gebracht haben, in ganz ähnlicher Weise zu operieren, um die Preise jeweils so hochzutreiben, dass sie selbst sich günstiger stellten. Also Smith beschreibt das sehr im Einzelnen. Man kann es veranschaulichen durch diese Grafik vielleicht. Da haben Sie einen Reallohnsatz, der auf dieser Achse abgetragen ist, auf der einen. Dann haben Sie hier zwei Sektoren, R1, R2. Das sind die Profitabilitäten in den beiden Sektoren. Und wenn Sie eine uniforme Profitabilität hätten, R1 gleich R2, dann wäre sozusagen die 45-Grad-Linie hier durchzuziehen, hier oben auch. Aber was Sie sehen, wenn es Ihnen gelingt, Ihre Profitabilität auf Kosten des anderen Sektors zu erhöhen für den gegebenen Reallohnsatz, dann ist das von Vorteil. Ich will es kurz beschreiben am Beispiel der Aussage von CEO Ackermann, der dem gesagt hat, für den Finanzsektor bräuchte man 25% Rendite. Und was nur verwunderlich war, das wurde, glaube ich, nicht weithin empfunden als eine Kampfansage an einerseits die Industrie, andere Gewerbe, aber auch die Arbeiterschaft. Denn für gegebene Verhältnisse der Produktion ist es ganz klar, wenn dort ein Sektor gewinnt, dann werden andere verlieren. Ja? Okay. Concluding remark. Märkte sind wunderbar und auch Handel ist wunderbar, aber sie bedürfen sozusagen der Einbettung. Die Wissenschaft des Gesetzgebers hat die Aufgabe, Aberglaube zu bekämpfen, falsche Vorstellungen über ökonomische Zusammenhänge. Sie hat die Aufgabe, Meinungen zu entblößen, Smith sagt das sehr direkt, die individuelle Interessen ausgeben als im Gesamtinteresse stehend. Und sie hat beizutragen zur Entwicklung eines Rahmens für Märkte, insbesondere Finanzmärkte, die helfen, dass große Risiken für die Gesellschaft insgesamt abgewehrt werden.
aber dass zugleich die Anreize bestehen bleiben für eigeninteressiertes Verhalten, insbesondere wenn es gesellschaftlich nützliche Auswirkungen hat. Herzlichen Dank.